Das ist Wahnsinn, was eingereicht wurde, was Sie alle geleistet haben. Und einer hat die meisten von uns überzeugt, und das ist Herr Dr. Günther. Und ich möchte ihn gratulieren. Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin hat die Deutsche Palliativstiftung erstmals den Kommunikationspreis in Berlin vergeben und damit eine Medienarbeit zu hospizlich palliativen Themen gewürdigt. In vielen Todesanzeigen und Nachrufen steht es: Er hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Für seinen Essay »Du musst kämpfen«, der in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen ist, hat die Jury den Journalisten Dr. Markus Günther mit dem Kommunikationspreis ausgezeichnet. Tatsächlich? Heißt das nicht, dass jeder am Ende seines Lebens als Verlierer vom Platz geht? Der Tod als Sieger, der Mensch als sein besiegtes Opfer? Die Kampfrhetorik verkennt die Gefühlslage des Patienten. Natürlich ist er bereit, Kräfte für die Therapie zu mobilisieren, aber er spürt auch, dass er letztlich machtlos ist. Oft ist der Patient auch schlicht am Ende seiner physischen und psychischen Kräfte. Dann werden die martialischen Durchhalteparolen der Familie zur zusätzlichen Belastung für einen Sterbenden. Deshalb finde ich wichtig, dass bei all der Kommunikation eben auch an die gedacht wird, die professionell sich damit auseinandersetzen. Das tun sie ja. Diejenigen, die als Ärztinnen und Ärzte, als Pflegekräfte, als Krankenpfleger, als Psychologen, als Sozialarbeiter, Seelsorger hauptamtlich unterwegs sind und Großes leisten. Das wird oft vergessen. Aber auch diese Arbeit ist nicht selbstverständlich. Die Schirmherrin der Veranstaltung, Bundesministerin Giffey, würdigte das Engagement und die Arbeiten der 5 Nominierten, die zur Preisverleihung gekommen waren. Und darum geht es. Auch dem Sterben, dem Reden darüber, dem Schreiben darüber, einen Platz zwischen uns zu lassen. So wie das Sterben zum Leben gehört, muss auch das Reden darüber ganz normal dazugehören. Und all diejenigen, die Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten, brauchen Anerkennung, Wertschätzung und unsere Unterstützung. Und dafür will ich mich aus ganzem Herzen stark machen. Die heutigen Arbeiten ausnahmslos zeigen, dass es gelingen kann, auch mit den leiseren Tönen oder mit einer gewissen Behutsamkeit, sich diesem Thema nichtsdestoweniger intensiv zu nähern. Und sie sind daher vielleicht alle 5 Beispiel dafür, wie es auch gelingen kann, mit gutem Stil und auf eine gute Art und Weise das Thema so zu adressieren, dass man berührt und informiert gleichermaßen wird. Mit seinem überaus berührenden Text setzte sich Markus Günther gegen mehr als 60 Bewerber für den Kommunikationspreis durch und hat 10.000 Euro Preisgeld dafür erhalten, das die Deutsche Palliativstiftung zur Verfügung gestellt hat. Doch wie kam es zu seinem Essay? Ich habe viel nachgedacht darüber, wie wir mit Kranken, mit Todkranken, mit Sterbenden sprechen, wie wir überhaupt über Krebs sprechen. Und mir ist aufgefallen, dass wir immer ganz schnell dabei sind zu sagen, du musst jetzt kämpfen. Du hast Krebs, du musst jetzt kämpfen. Und wenn man genauer darüber nachdenkt, ist das aber eine sehr problematische Denkfigur, denn es kann auch nicht jeder kämpfen. Und das Kämpfen kann auch nicht immer weitergehen. Und wir wissen ja, dass in Todesanzeigen ganz oft davon die Rede ist, er hat gekämpft und doch verloren. Und ich wäre vorsichtig zu sagen, du musst kämpfen. Es gibt auch eine Zeit im Leben, da geht es nicht ums Kämpfen, sondern da geht es darum, sich auf das Lebensende einzustellen und darauf vorzubereiten und das Beste daraus zu machen. Wie kam es dazu, dass wir so einen Preis ausloben, Kommunikationspreis, Medienpreis, PR-Preis für Themen zum Lebensende? Es wird ja so viel totgeschwiegen. Und wir haben 5, 6 Jahre lang hin und her überlegt, was kann man eigentlich machen. Vor 3 Jahren jetzt haben wir als super, super guten Partner die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin dazu bekommen. Es war der erste Preis. Ich gehe stark davon aus, es war nicht der letzte Preis. Besonders wichtig dabei ist, dass die Themen Sterben, Tod und Trauer einen Platz in der Gesellschaft bekommen und enttabuisiert werden. Für dieses journalistische Engagement wird der Kommunikationspreis deshalb vergeben. Natürlich ist nicht jede Krebserkrankung tödlich, Gott sei Dank. Aber es gibt auch eben die Erkrankungen, wo alle Beteiligten eigentlich offener, ehrlicher auch auf das Lebensende schauen sollten und dann auch wieder andere Dinge möglich werden, auch zum Beispiel voneinander Abschied zu nehmen. Wenn die Familie ständig nur dem sterbenden Angehörigen sagt, du musst kämpfen, du darfst nicht aufgeben,
dann wird auch der Zeitpunkt verpasst, in dem man voneinander Abschied nehmen könnte.